Tja, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Frustra Fakta. Eurem Lieblings-Gaming-Fakten-Format, bei dem ich euch unnütze Fakten vorstelle und ihr ganz bestimmt was fürs Leben habt. Heute haben wir wieder einige spannende Fakten dabei, deswegen würde ich sagen, starten wir direkt rein. Let's go! In Just Cause 2 gibt es eine Hommage an die Fernsehserie Lost. Und zwar, wenn ihr mit einem Flugzeug über eine bestimmte Insel fliegt, stürzt dieses Flugzeug ab, was halt in der Serie genau der Fall ist. Sehr geehrte Fluggäste, wir befinden uns gerade über der Insel aus Lost. Sie können einmal links aus dem Fenster nach unten blicken. Da unten befindet sich nämlich die Insel, über die schon viele Piloten versucht haben zu fliegen. Doch wir werden die Ersten sein, die es auch lebend schaffen. Oh nein. Das war der Treibstoff, oder? Oder? Liebe Fluggäste, wir sind gelandet. Wer sind Sie? Ich war mal Pilot, bis vor einer Woche, dann bin ich über der Insel abgestürzt. Sie sind wahrscheinlich mein Nachfolger, der dritte der Woche. Okay. Schließt man in Resident Evil 2 6 Szenarien mit der Note A ab, schaltet man tatsächlich einen neuen Charakter frei. Sein Name? Tofu. Was er ist? Tofu. Wie er rumläuft? Tofu. Warum es ihn gibt? Tofu. Genauso sieht er auch aus. Legt man sich in Call of Duty Modern Warfare 3 auf der Map Sanctuary neben ein paar Grabsteine, kann man tatsächlich Geisterstimmen hören. Was ist das? Geister? Hallo? Bin ich hier richtig in der Ghostbusters-Zentrale? Metalhead aus der Kirby-Reihe wurde ursprünglich mit Schmetterlingsflügeln geplant. Diese wurden ihm aber nie verpasst. Jedoch wurde dann später ein Charakter eingeführt, Morpho Knight, der ungefähr so aussieht wie Meta Knight, nur eben mit Schmetterlingsflügeln. Wenn man während des Endbosskampfs in Metal Gear Solid 3 seine Konsole ausmacht und einfach mal eine Woche lang wartet oder einfach die Zeit verstellen, könnt ihr auch machen, dann ist der Boss, The End, einfach tot. Er ist dann an Altersschwäche gestorben. So, The End, ich werde dich jetzt ein für alle Mal zur Strecke bringen, aber vorher gehe ich noch auf Toilette. Okay, bis gleich. Ugh, endlich auf Toilette. Eine Ewigkeit später. So, bin ready. Warum bist du tot? Ich bin an Altersschwäche gestorben, weil du so lange auf Toilette warst, du Idiot. Spider-Man ist ein Boss in Revenge of Shinobi. Tatsächlich war auch mal Batman geplant. Aber irgendwie ist das ein bisschen stupid, weil Batman ist DC und Spider-Man ist Marvel. Wenn man diese beiden zusammentun würde, wäre es das gleiche, wie wenn man sagen würde, Harry Potter ist der Nachbar von Gandalf. Stellt man sich mit Mario im Super Mario Maker 2 auf eine dieser weißen Plattformen und duckt sich, hält den Stick also nach unten gedrückt, hüpft Mario nach 20 Sekunden einmal kurz nach oben. Das ist eine Anspielung darauf, dass, wenn ihr das im Originalteil Super Mario Bros. 3 gemacht habt, ist Mario hinter die Stage gefallen, in Anführungszeichen, und man konnte am Ziel vorbeilaufen und dort eine Flöte finden, mit der ihr in eine andere Welt kommen konntet. Die US Air Force hat damals 1760 PlayStation 3 Systeme gekauft, um daraus einen Supercomputer zu entwickeln. No joke. Das kam daher, weil PlayStation 3 zu dem Zeitpunkt einfach viel günstiger und energiesparender als andere Technologien waren. Jetzt wisst ihr, wieso wir zurzeit PlayStation 5 Mangel haben. In der Erstveröffentlichung des Spiels Deus Ex fehlen in der New Yorker Skyline zwei ganz bestimmte Türme. Die World Trade Center. Diese wurden vom Entwicklerstudio weggelassen, weil diese meinten, im Zusammenhang mit der Story wurden diese durch einen Terrorschlag vernichtet. Das Witzige an der Sache ist, das Spiel kam im Jahr 2000 raus, also ein Jahr vor der weltbekannten Tragödie. Faktensturm. Pip-Boy misst auf den Covern von Fallout, ob er genug Abstand zu einer Atomexplosion hat. The Legend of Zelda OOT 3D hat tatsächlich den höchsten jemals erzielten Metascore. Die Videospielindustrie verdient mehr als die Filmindustrie. In dem Spiel Geist kann man den Helm von Samus finden. Bleibt man in Knuckles Chaotix stehen, kommt Metal Sonic und greift einen an. Das heißt, die Videospiele verschiedenen Endings war Castlevania 2, Simon's Quest. Wenn ein Kettenhund 49 Mal an seiner Leine reißt, kommt er frei. Capcom ist eine Abkürzung für Capture Computers. Gibt man in Persona 3 Cheatcodes ein, wird man von dem Charakter Fuka als Cheater beleidigt. Der erste Prototyp zum Game & Watch wurde mit Papier und Glühbirnen hergestellt. Und damit sind wir auch schon leider wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn ihr noch coole Fakten kennt, schreibt ihr auf jeden Fall unten in die Kommentare. Und zum ersten Mal heute ist schönes Wetter, wenn ich gehe. Deswegen abonniert jetzt den Kanal, dann verpasst ihr die nächste, hoffentlich nicht regnerische Folge nicht. Wir sehen uns bis dann. Ciao, ciao, Leute.